wir haben jetzt hier nochmal das Hufbein und anhand des Hufbeins können wir auch erklären, warum ein Pferd manchmal ein Huf eine steile Wand und eine flache Wand hat. Dafür gehen wir einfach mal wieder runter zu Fritzis Hufen und hoffen, dass er uns auch was sehen lässt. Ja, super. So, jetzt haben wir hier ein Hufbein vor seinem Huf. Stellen wir uns mal vor, das Hufbein wäre jetzt an einer Seite gekippt. So zum Beispiel. Was würde passieren? Die Hufwand würde bei der einen Seite, wo das Hufbein tiefer steht, steiler runtergehen, während die Seite, die höher steht, die Hufwand nach außen geht. Also haben wir hier, wenn wir das anpassen, eine steile und eine flache Wand. Wie können wir dem also entgegenwirken? Wenn wir doch wissen, dass das Hufbein die Ursache für die steile und die flache Wand ist, können wir nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich gehe an die flache Wand und raspel da was weg, damit sie steiler sieht. Das hat steiler aussieht. Das hat keinerlei Auswirkungen auf das Hufbein. Und beim nächsten Huftermin wird es genauso wieder aussehen, wenn nicht sogar noch schlechter. Weil in dem Moment, wenn ich hier die Wand wegraspel, nehme ich das bisschen Widerstand, was das Hufbein vielleicht noch nach außen hat, und schwäche das, sodass das Hufbein da ja noch weiter nach außen gehen kann. Also gehe ich hin und versuche wieder unten über Druckausübung gegen das Hufbein die tiefere Seite dazu zu motivieren, höher zu kommen, und kann in dem Bereich jetzt unten die Sohle schwächen. In dem Bereich lasse ich sie aber ganz bewusst stehen. Das heißt, jedes Mal, wenn das Pferd mit seinem ganzen Gewicht von oben kommt, ja, der Fritzi hat viel Gewicht, ne? Jedes Mal, wenn das Pferd mit seinem Gewicht von oben kommt, tritt die eine Seite nur ein bisschen ins Leere, weil da die Sohle fehlt. In dem Moment tritt das Pferd dann praktisch immer so, so, und im Idealfall fängt es an, sich da zu positionieren, ohne dass ich einen Beschlag brauche oder irgendwelche orthopädischen Sachen anwenden muss, mit Kleben oder was auch immer. Wenn ich Glück habe, reicht mir allein das Schwächen von der Sohle im Bereich unterhalb des Hufbeinastes, der höher steht, schon aus, dass ich die Problematik mit der steilen und der flachen Wand hinbekomme.